Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monster Super League Monster Tutorial. Ja, wie das Tutorial schon verrät, wir kommen wieder zu einem neuen Monster. Für die es angeklickt haben, wissen es natürlich, heute ist Sadler im Angebot oder an der Reihe, wie man sehen möchte. Ja, ein kleines... Ja, das sind wahrscheinlich, wie der Name sagt, sind das Saatenkörner und eine Blüte in der Mitte. Dann wird es was größer und dann ist es eine schwebende Blume. Hat ein wenig was von, wie heißt es noch? Von Celebi, genau. So eine Richtung Celebi, würde ich sagen. Ich schätze mal wirklich davon inspiriert auch. Auf jeden Fall ist die Blüte hier dann vollkommen offen und ja, auch schlicht gehalten, aber wirkungsvoll. Sieht gut aus. Kommen wir zu den Skills. Wie immer fangen wir mit der Feuervariante natürlich an. Wir haben das Versiegeln, gewährt eine 70%ige Chance, den Gegner für 2 Züge zu versiegeln. Passive Fähigkeiten versiegelter Gegner können nicht aktiviert werden. Heißt also in dem Fall, um nochmal drauf einzugehen, weil ich glaube, ich bin da nie wirklich drauf eingegangen. Jetzt endlich ist es soweit. Also habt ihr zum Beispiel die Feuerdraker und ihr macht ihren SP-Angriff, wo das Durchbohren sich aktivieren sollte, das passiert nicht. Oder Wukong mit seinem normalen Angriff, wo er halt hingeht und den Debuff draufsetzt, den Death Down, das passiert nicht. Shino, wenn er mit seinem SP-Angriff den ATK-Down macht, passiert nicht. Oder. Also alles, was nach Aktivierung von SP ist oder in der aktiven, in der normalen Attacke halt passiert nicht. Dann haben wir noch das Betäuben, gewährt eine 70%ige Chance, Gegner Betäubungsschaden für 2 Züge hinzuzufügen und betäubte Feinde besitzen verringerten Widerstand. Hier der Blätterhaxler geht auf alle Gegner und wir haben noch den festen Entschluss, erhöht den Widerstand der Verbündeten um 15-20% je nach variablen Level. Wir haben hier noch eine Aktivierungsrate von 15% auf das Versiegeln und auf 10% für das Betäuben. Das heißt, wir kommen hier auf Adam Riese 85% plus 2 und hier auf 80% plus 2. Ja. Und ist in dem Fall halt dann für den Feuerturm auf jeden Fall recht gut zu gebrauchen. Oder für die PvP-Verteidigung oder für die PvP-Angriffsunterstützung. Klar gibt es da auch in Typ 4 und Typ 5 bessere Varianten, aber bevor ihr gar nichts habt, ist das auf jeden Fall eine nette Mit-Alternative. Ist natürlich ein Verteidiger, bauen wir natürlich wie immer auf HP und Verteidigungswertung mit sehr viel Widerstand. Das Ganze in der Sternenaufwertung natürlich auch so mit kritischer Resistenz und dann ab dafür ins Team. So, die Wasservariante haben wir hier. Könnte man eventuell, aber auch da wieder nur mit ganz vielen Sternchen. Ich glaube, wir hatten jetzt vor kurzem noch ein paar Monster im Typ 3 Modus, die auch einen Doppel-Death-Down hatten. Auch damit Vorsicht zu genießen. Setzt ihn einmal in das Team ein, testet das, dass er nicht das Schwäche aufdecken klaut. Wir haben hier nämlich doppelt Verteidigung down, beides auf 60% mit 2 Zügen. Wenn wir das Ganze hier im Fertigkeitsbuch nachschlagen, haben wir beide Aktivierungsraten auf nochmal 10% drauf. Das heißt, beides auf 70% ist jetzt nicht viel. Aber wenn er das Clown, das Ewen oder das Schwächen aufdecken von hier Kura nicht klaut, dann haben wir da eigentlich noch einen soliden Death Downer, wenn ihr da natürlich nicht schon Hades oder später, wenn ihr Ase habt und dann die, wie heißt du noch? Ja, ihr wisst, wen ich meine, hier diese mit dem Schwert und der Peitsche. Wenn ihr die nicht nach links gesetzt habt, ich komme jetzt echt nicht auf den Namen, nachher fällt er mir ein. Auf jeden Fall, wenn ihr da noch keinen habt, dann könnt ihr den eventuell dafür benutzen. Wie gesagt, da müsst ihr dann gucken, dass das Schwächen aufdeckt nicht genommen wird. Er ist ausgewogen, das heißt, man könnte ihn als Attacker bauen, aber in dem Fall
empfehle ich natürlich auch wieder HP Widerstand und HP Verteidigung und mäßigen bis sehr guten Widerstand, also so bis 60-70%. Ja, damit er halt, es ist eigentlich in dem Fall fast egal, ob er seine SP dann hat oder nicht, weil ein Death Down sollte er so oder so drauf bekommen mit viel Glück. Es sind halt nur 70% im ausgebauten Zustand, deswegen, ja, gibt es da definitiv bessere. So, natürlich kommen wir auch zur Holzvariante. Bevor wir die jetzt zu weit überspringen, wo haben wir sie denn? Ja. Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Da. Ist hier ein bisschen kreuz und quer, frage ich mich warum. Hier haben wir Betäuben. Auf doppelt. Einmal 60 plus 1 und 40% plus 2. In den Fertigkeitsbüchern haben wir beides jeweils eine Aktivierungsrate von 20%. Heißt, wir kommen hier auf 80 plus 1 und 60 plus 2. Ist jetzt auch nicht die Welt. Also man könnte ihn eventuell als Unterstützer, falls ihr da natürlich Stunner mit dabei habt im Angriffsteam, fürs PvP eigentlich recht gut nutzen. Aber was halt erschreckend ist, dass er auch nur auf 60% kommt. Könnte man natürlich auch im Turm einsetzen. Alleine wegen dem geringen Widerstand dann und dass da Betäubungsschaden noch mit dazu kommt und so. Aber ja, das ist so eine Typ Monster mit so wenig Prozentchancen eigentlich nicht zu gebrauchen. Hier da ein Tank, falls ihr ihn einbauen wollt, natürlich Kritrate, sag ich schon. Nein, auch nicht ATK. Nein, ihr benutzt natürlich HP und Verteidigungswertungen mit recht guten bis überragenden Widerstandswertungen. Auch hier wieder 60, 70, wenn nicht sogar 80% Widerstand, damit er möglichst wenig weggestunt wird. Und das ganze Film war natürlich auch hier in der Stellenaufwertung auf und schaut, dass er wirklich viel HP und Verteidigungswertung zusammenbekommt. Also jetzt bin ich mal überrascht, wo da die Lichtvariante ist. Bestimmt sehr weit weg. Ne, da ist sie. So, hier haben wir dann eine Aggression und Verteidigung. Angriffskraft wird der eigenen Maximalverteidigung angepasst und gewährt eine 80%ige Chance, die Angriffskraft des Gegners für 2 Züge zu reduzieren. Fakt ist natürlich, dass lieber so Monster mitgenommen werden, die Verteidigungswertung, die anhand der Verteidigungswertung des Gegners bemessen werden, bei Apophis zum Beispiel und sowas. Aber theoretisch gesehen, wenn ihr ihn mit maximal Verteidigungswertung ausstattet, komplett, könnte man ihn bei Apophis Dark auch mal mit ausprobieren. Und bei Licht gehe ich mal von aus. Wir haben nochmal eine Aktivierungsrate von plus 10%. Alleine wegen dem geringen Angriff, den wir dann auf 90% für 2 Züge hinkriegen, sollte das eigentlich eine nette Alternative sein. Ansonsten natürlich auch für den Lichtturm und als Angriffsmonster. Den wir sehr tanky bauen für euer Angriffsteam oder natürlich auch für die Verteidigung für ein bisschen Offset-Mining. Ja, in dem Fall gehen wir natürlich hin und bauen ihn Triple Verteidigungswertung. Natürlich auch mit Verteidigung plus in den Subs mit ein bisschen Widerstand. ATK Quit Rate natürlich, das Ganze auch so in der Sternaufwertung, dass er da auch recht gut crittet, wenn er angreift. Ansonsten, wie gesagt, Turm, Apophis, Angriff oder Verteidigungsteam. Da sind die Grenzen ein wenig offener als bei den anderen Varianten. Ja, wir waren beim Sattler. Genau, jetzt habe ich ganz kurz vergessen, wo wir waren. So, wir haben die elementare Grenze. Alle kritischen Treffer eines Gegners werden wie dessen Elementarschwäche gewertet und geringe Verteidigung. Kritische Treffer reduzieren die Verteidigung des Gegners für 2 Züge. Heißt in dem Fall natürlich auch auf jeden Fall ein Tormonster, weil wir die elementare Grenze drin haben. Sollte euch recht weit und hoch bringen. In dem Fall natürlich ist es ein Angreifer. Wir bauen ihn auf Crit-Rate, Doppel-ATK, schauen, dass wir die Crit-Rate auf mindestens 100% bekommen. Drunter würde ich es nicht empfehlen. In den Subs von den Steinen natürlich Crit-Damage und alles pipapo. Nochmal
Kritrate in den Steinen und sowas, das Ganze in der Sternaufwertung. Wir nehmen auch eine kritische Resistenz am besten noch mit. Und ein bisschen Widerstand, dass uns die Gegner in dem Turm nicht stunnen können. Ja, und dann habt ihr da einen sauberen Angreifer für euer Türmchen. Ansonsten natürlich, wie gehabt, auch fürs PvP. Wenn ihr da auch wieder einen dabei habt, der versteinert, ist natürlich das Death Down ein sehr guter Richtwert. Ja, dann hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Alles in den Socials, nee, alles in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir hören, lesen und schreiben uns. Bis dann. Ciao.